In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach du bei Zattoo kündigen kannst. Bleib dran! Im ersten Schritt ist es erforderlich, die Internetseite www.zattoo.com aufzurufen und oben auf der rechten Seite auf den Anmelden-Link zu klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster und hier muss man zuerst E-Mail-Adresse und auch Passwort eingeben. Falls du deine Zugangsdaten vergessen hast, ist es auch möglich, schriftlich zu kündigen. Eine passende Kündigungsvorlage findest du dafür auf unserer Internetseite. Nach dem erfolgreichen Login wirst du auf die Startseite weitergeleitet und auf der linken Seite gibt es den Link Einstellungen. In den Einstellungen wird dir ganz oben der Link Mein Konto verwalten angezeigt, auf den du klicken musst. Und wenn du hier etwas nach unten scrollst, findest du deine abonnierten Abos, in meinem Falle das Premium-Abo. Hier musst du nun einmal draufklicken. Es gibt Informationen zu der Verlängerung und auch den Schieberegler Automatische Verlängerung. Diesen kannst du von On kurzerhand auf Off switchen und so einfach ist das Abo dann auch schon gekündigt. Hier gibt es nun auch nochmal die Bestätigung, wann das Monatsabo endet. Wir hoffen, dass euch unser Video geholfen hat. Falls ihr andere Verträge auch so einfach kündigen wollt, ladet euch einfach unsere Kündigung-App aus dem App Store herunter.